Die Heidorn-Baumschulen wurden 1929 gegründet. Mit Übernahme des Betriebs 1974 begann Gärtnermeister Peter Heidorn mit der Ausbildung junger Baumschuler. Im Jahr 2002 trat Sohn Jan Hinrich Heidorn nach absolviertem Gartenbaustudium in den Betrieb ein. Wie lange braucht ihr, um den Anhänger leer zu machen? Eine Stunde, ja. Okay. Dann das zuerst und das dann hinterher. Wir haben ja ein bisschen Zeit, weil der Kunde erst gegen 4 Uhr kommt. Okay. Die Baumschule in Bevern, Kreis Pinneberg, produziert auf 25 Hektar Sträucher, Heister- und Solitärpflanzen und auf 4 Hektar Containerpflanzen. Hinzu kommt die Anzucht von 400.000 Jungpflanzen durch Aussaat. Die Vielseitigkeit der gärtnerischen Berufsausbildung in der Fachrichtung Baumschule zeigt sich im Betrieb Heidorn in den unterschiedlichen Vermehrungs- und Kulturarbeiten, der eigenverantwortlichen Auftragsabwicklung und dem sicheren Umgang mit Maschinen und Geräten. Als Ausbilder tätig zu sein, bedeutet für Peter Heidorn, die eigene Faszination für die Pflanzen, die Baumschule und die Technik weiterzugeben. Die Technik hat in der Baumschule große Bedeutung. Und in vielen Bereichen ist das auch mittlerweile so geworden, dass auch feine Arbeiten, wie zum Beispiel das Aussehen, von der Technik übernommen wird. In einzelnen Bereichen der Ausbildung wird Peter Heidorn von seinem Sohn Jan Hinrich unterstützt. Durch die frühzeitige Übertragung eigener Aufgabenbereiche lernen die Auszubildenden sehr schnell, selbstständig zu arbeiten. Peter Heidorn zeigt ein außerordentliches Engagement für die Ausbildung. Dies spiegelt sich sehr deutlich in der Qualität der betrieblichen Ausbildung wider. Außerdem ist er seit Jahrzehnten in den Prüfungsausschüssen der Landwirtschaftskammer und in den Gremien des Bundes Deutscher Baumschulen, kurz BDB, tätig. Ein zukünftiger Auszubildender sollte nach meiner Meinung in erster Linie neugierig sein. Neugierig auf alles, was vor ihm ist. Und wenn wir dann die richtigen Antworten geben, dann wird er sicherlich auch in unserem Beruf viel Spaß haben und mit Erfolg auch den Beruf durchlaufen. 50 Gärtnerinnen und Gärtner hat Peter Heidorn bis heute ausgebildet. In der qualifizierten Ausbildung zum Baumschulgärtner erhalten die jungen Leute ein solides Fundament für eine grüne Zukunft.